Wir sind Gruppe Record. Ja, wir sind die Gruppe Record und ich glaube, den Namen haben wir gewählt, weil es einfach Überwachung indirekt beschreibt. Das ist der Gedanke bei uns. Passt auch zur Filmaufnahme. Und am Anfang hatten wir so ein blödes Wortspiel mit unserem Namen, wo wir so die ersten zwei Anfangsbuchstaben genommen haben und so, weil wir super unkreativ waren. Aber dann haben wir uns gedacht, das können wir besser. Also ich habe selber viele Urlaubsvideos für Freunde geschnitten, arbeite inzwischen auch in Tübingen bei einer Filmfirma. Ich habe ein bisschen Campus-TV-Vorerfahrung. Ich habe auch ein bisschen zum Spaß immer so eigene Projekte geschnitten und gemacht, aber so einen tatsächlich größeren Videodreh ist für mich das erste. Deshalb bin ich auch sehr gespannt. Und für mich habe ich auch für einen Kurs auch einen Film gemacht. Ich glaube, wir haben ein sehr basic Filmkonzept und ich glaube, deshalb können wir uns darauf konzentrieren, dass wir das, was wir machen, gut umsetzen und die Stimmung, die wir erzeugen wollen, halt vielleicht gut einfangen können, gut rüberbringen können, was unsere Gedanken und Ideen sind. Und ja, ich glaube, es ist so ein Thema, da kann man richtig reintauchen und auch seine eigenen Ideen entwickeln, weil es einfach nicht so fix ist. Also man kann seine eigene Kreativität so ein bisschen spielen lassen. Irgendwo muss man zusammenkommen. Ich glaube, das war so bis jetzt das größte Problem, was wir hatten. Ja, würde ich auch sagen, eben so Kompromisse finden zwischen irgendwie den Ansätzen, die man hat. Und dann vielleicht, dass man mit der einen Idee, die man hat, irgendwie nicht so overboard geht. Also, dass es dann nicht so zu verrückt ist, dass man sich halt selbst ein bisschen zügeln muss, sagen muss, okay, das ist vielleicht nicht realistisch, das ist vielleicht zu viel, das sind 5 Minuten. Ich würde sagen, Inspiration bei mir ist, also das, was ich mir an Filmen und Serien angeschaut habe. Ich bin gerne ein Freund von etwas düsteren Sachen und vielleicht können wir das auch mit reinverpacken. Ich mag auch moderne amerikanische Fotografie und so weiter. Vielleicht solche Werke von solchen Künstlern können mir auch eine Inspiration geben. Also ich würde sagen, kommt früh zusammen, setzt euch zusammen und einigt euch. Wenn ihr mit sich Konzepten durch die Gegend rennt, das kann spannend werden. Und für mich persönlich ist es total besser, wenn du 2 zuverlässige Mitarbeiter finden kannst. Weil ich mache den Dreh, ich weiß jetzt noch nicht, wie die Situation für unsere Szene aussieht, deshalb kann ich auch. Vielleicht habe ich auch Angst vor solchen Kleinigkeiten bei dem Ort, den wir wirklich dann drehen mussten. Ja, für mich, ich weiß immer dann, diese Probleme mit Überwachung ist ganz aktuell. Aber vielleicht nach der Vorlesung habe ich mehr Kenntnisse über diese Fragen und deshalb eine umfangreiche Kenntnisse darüber. Ich glaube, wenn wir gezeigt werden, dann fände ich es voll cool, wenn meine Mom da wäre, weil meine Mom ein großer Filmfan ist und das fände ich schon schön, wenn sie das mitbekommen würde. Ja, ich glaube, für mich ist es das Gefühl einfach, damit durch zu sein, stolz auf das zu sein, was man gemacht hat. Moon, Interstellar, Dunkirk. Dann für mich alle sind Musical, dann Chicago, Kabarett und auch Rent.